So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns mit den Stetigkeitssätzen auseinandersetzen. Stetigkeitssätzen. Und zwar haben wir schon die Grenzwertsätze kennengelernt, auch in Verbindung mit dem intuitiven Grenzwert. Und in diesem Video geht es jetzt einfach mal darum, wie wir mit Hilfe der Stetigkeitssätze bestimmen können, ob eine gegebene Funktion mit einem bestimmten Funktionsterm stetig ist oder nicht. So, wir haben ja schon in Verbindung mit dem mit den Grenzwertsätzen gelernt, dass man zum Beispiel eine Funktion in Teilfunktionen zerlegen kann. Das heißt also, wenn wir wir haben eine Funktion gegeben, h von x ist gleich zum Beispiel 1/2 plus x Quadrat als Beispiel. So, da können wir diese Funktion in Teilfunktionen zerlegen. Zum Beispiel können wir hier sagen, f von x, ne, wäre einfach 1/2. Das wäre dann also im Prinzip eine konstante Funktion. Schreibe ich hier mal hin, konstant. Und dann können wir noch hier sagen, g von x, und das wäre dann x Quadrat. So. Jetzt habe ich also diese Funktion h von x in Teilfunktionen zerlegt. Und für diese Teilfunktion, da können wir jetzt ganz einfach sagen, und zwar eine konstante Funktion, das können Sie sich merken, schreibe ich hier mal hin, konstante Funktion. So, eine konstante Funktion ist stetig. Ja, die ist also immer stetig, schreibe ich einfach hier hin, stetig. So, eine rationale Funktion, beziehungsweise eine, schreiben wir erst hin, eine ganz rationale Funktion, also zum Beispiel ein Polynom. Eine ganz rationale Funktion wäre zum Beispiel auch hier dieses x Quadrat. Ne? Ganz rational schreibe ich hier auch nochmal hin, ganz rational. Eine ganz rationale Funktion ist immer stetig in R, also in den reellen Zahlen ist die stetig. Eine gebrochen rationale Funktion, oder schreibe ich einfach in gebrochene Funktion, ich bin faul, gebrochene Funktion, die ist immer stetig in ihrer Definitionsmenge, da schreibe ich einfach hier in D, also Definitionsmenge stetig, da ist die immer stetig. So, dann haben wir noch die Betragsfunktion. So, schreibe ich hier einfach den Betrag. Ja, Betragsfunktion oder Betragsfunktion. Die Betragsfunktion ist auch immer stetig. Und zwar ebenfalls in R ist sie stetig. So, und dann haben wir zum Schluss noch die Wurzelfunktion. Ja. Bei der Wurzelfunktion muss man immer etwas unterscheiden, also kommt es immer darauf an, mit was für einem Wurzelexponent haben wir es zu tun. Wenn wir hier einfach die Quadratwurzel uns vorstellen, also Quadratwurzelfunktion, ne, die wäre ausschließlich stetig in den reellen Zahlen, einschließlich 0, und zwar nur die positiven reellen Zahlen. Das macht man also dann deutlich, indem man hier noch ein Plus hinschreibt. Hoppla. Indem man hier noch ein Plus hinsetzt und hier noch eine 0, da wäre die Quadratwurzelfunktion stets stetig. So, das sind so die wichtigsten Klassen von Funktionen, und anhand dieser elementaren Funktionsklassen kann man dann auch ganz einfach entscheiden, ob hier eine solche Funktion stetig ist oder nicht. Und jetzt kommen die eigentlichen Stetigkeitssätze ins Spiel. Wir haben also hier jetzt gesagt, die erste Teilfunktion, die wir gebildet haben, war f von x ist 1/2, ist eine konstante Funktion. Eine konstante Funktion ist stetig. Die zweite war g von x, das ist x Quadrat, das ist eine ganz rationale Funktion. Also diese Funktion ist in den ganzen reellen Zahlen stetig. Folglich können wir hier die Aussage treffen, ne, wenn also alle Teilfunktionen stetig sind in einer bestimmten Menge, dann ist auch die zusammengesetzte Funktion, also in diesem Fall h von x, stetig in einer bestimmten Menge. In diesem Fall wäre diese Funktion hier stetig, beziehungsweise daraus folgt, stetig
in den reellen Zahlen. So, wobei dann hier entsprechend immer die Mengen entsprechend hier verknüpft werden. Das war das. Und zwar, wenn unsere Talfunktion, wir haben ja hier die Talfunktion genannt, g von x und f von x. Das heißt also, ich kann jetzt sagen, wenn beispielsweise g plus f, ne, oder wenn ich hier sage g minus f oder umgekehrt, ne, oder g mal f oder zum Beispiel Alpha mal f. Ne. So, wenn ich diese Funktionen habe, wenn ich diese, wenn ich also solche zusammengesetzten Funktionen habe, die aus diesen Talfunktionen hier bestehen, und die Talfunktionen sind jeweils stetig, schreibe ich hier einfach mal hin, Talfunktionen sind stetig in einer Menge, in beispielsweise in Menge, nennen wir die einfach mal m, in Menge m. So, dann ist auch das die zusammengesetzte Funktion, ne, also die jetzt hier zum Beispiel eine Summe wäre, hier eine Differenz entsprechend, ne, dann ist diese zusammengesetzte Funktion auch stetig. Dann zusammengesetzte Funktion ebenfalls stetig. Ne. Das heißt also, wenn diese Bedingung hier gilt, ne, diese hier, dass also die Talfunktionen, ne, stetig in einer bestimmten Menge sind, ne, zum Beispiel haben wir hier gesagt, die ganz rationalen Funktionen sind stetig in den reellen Zahlen, die gebrochen rationalen Funktionen jeweils stetig in ihrem Definitionsbereich, dann ist auch die zusammengesetzte Funktion stetig. Was wir jetzt noch vergessen haben, ist zum Beispiel ein Quotienten, zum Beispiel wenn wir sowas haben. So, dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, in diesem Fall hätten wir, wäre diese, wenn jetzt zum Beispiel diese Funktion jetzt stetig sein soll, muss aber hier noch zuzüglich die Bedingungen gelten, zum Beispiel wenn m die Menge ist, die wir hier festgelegt haben, dann würde für x, stellen Sie sich hier vor, g von x und f von x, da muss hier gelten, für x gilt, dass in diesem Fall g von x ungleich 0 ist. Na, weil ja eine Division durch 0 nicht möglich ist. Hier gilt aber genau das Gleiche. Das heißt also, wenn jetzt hier zum Beispiel der Zähler und der Nenner jeweils stetig sind, dann ist später auch dieser Quotient stetig. Auf die Art und Weise sind wir dann auch in der Lage zu entscheiden, ob jetzt Funktionen stetig sind oder nicht. Machen wir diesbezüglich mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel die Funktion f ist gegeben mit x, wird abgebildet auf der Quadratwurzel von x minus x Quadrat. So, wir haben hier wieder zwei Talfunktionen, das können wie gesagt auch mehrere sein. Zum Beispiel können wir hier sagen, wir haben g von x, das wäre zum Beispiel einfach die Quadratwurzel von x. So, wir haben dann zuzüglich noch h von x, das wäre zum Beispiel x Quadrat. So. Und dann können wir hier ganz einfach sagen, okay, indem wir diese Mengen einfach miteinander verknüpfen entsprechend. Ne? Wir wissen ja hier die Quadratwurzelfunktion, die ist in den reellen Zahlen positiv und 0 ist die stetig. Und die dieses x Quadrat hier ist in den reellen Zahlen stetig. Ne? Das heißt also, hier können wir auch die Definitionsmenge bilden, nämlich diese muss die reellen Zahlen, ne, plus und 0 sein. Ne. So, warum? Ganz einfach, wenn ich jetzt hier auch negative, ne, zulassen würde, so, dann wäre hier diese Quadratwurzelfunktion schon nicht mehr gegeben. Und dieser Menge hier in diesem Bereich hier wäre also diese Funktion hier stetig, weil auch hier diese Talfunktion, die Quadratwurzelfunktion und die diese ganz rationale Funktion hier stets in ihren Mengen stetig sind. Ja. Auf die Art und Weise können wir das dann ganz einfach machen. Oder wir machen noch ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir f von x und f von x wird jetzt abgebildet auf 1/2 mal x mal den Betrag von x. So, da haben wir jetzt im Prinzip gleich drei Talfunktionen.
So, die erste Funktion sagen wir hier, g von x ist gleich 1/2. Das ist eine konstante Funktion. Dann haben wir hier zum Beispiel h von x ist gleich x. Das ist eine identische Funktion. Na? Auch diese Funktion ist immer stetig in den reellen Zahlen. Schreibe ich hier mal die reellen Zahlen hin. So, dann haben wir den Betrag von x. Betrag von x, ne? Beziehungsweise, ja, so, Betrag von x, der ist auch immer stetig, ne, in den reellen Zahlen. So, das heißt also, wir haben hier, ich kann das auch noch anders machen, wir könnten hier zum Beispiel auch sagen, einfach u von x zum Beispiel ist dann ein Betrag von x. So, da ist also hier alle drei Teilfunktionen stets stetig sind, ne, ist somit auch die zusammengesetzte Funktion ebenfalls stetig. Das heißt also, wir können auch hier direkt die Definitionsmenge angeben. Definitionsmenge in diesem Fall wären hier die reellen Zahlen, die hier erlaubt wären. Und in dieser Menge hier wäre jetzt hier die Funktion f von x stets stetig. Was gibt es da noch? Dann können wir zum Beispiel noch so eine Funktion aufsetzen, zum Beispiel mal etwas Komplexeres. Wir haben die Funktion f von x und die wird abgebildet auf 1 dividiert durch 1 minus x minus 1 durch die Quadratwurzel von x. Sowas zum Beispiel. So, hier können wir wieder alles zerlegen. Ich kann zum Beispiel hier, fangen wir mal mit dieser gebrochenen rationalen Funktion an. Das ist zum Beispiel die erste. Da kann ich zum Beispiel ganz einfach sagen, wir haben hier die 1, da kann ich sagen, zum Beispiel g von x ist gleich 1. So, das wäre jetzt die erste hier. Dann kann ich hier unten nochmal sagen, ich habe h von x, das wäre 1 minus x. So, diese beiden Funktionen sind schon mal für sich stetig in ihrer Menge. Diese hier ist stetig in den reellen Zahlen. Diese hier ist stetig im jeweils auch eigentlich in den reellen Zahlen. Aber hier h von x, Sie können sich aus diesen gebrochenen, diese gebrochene Funktion hier können Sie sich vorstellen, in dem Fall als g von x durch h von x. So. Und weil jetzt diese Bedingung hier gilt, ne, darf natürlich h von x nicht 0 sein. Also wäre diese Funktion hier ausschließlich stetig in den reellen Zahlen ohne die 1. So, ansonsten nehmen wir hier eine 0. So, dann haben wir die nächste. So, das mache ich jetzt ganz einfach mit. Da haben wir jetzt auch hier wieder im Zähler eine 1. Da können wir hier ganz billig schreiben, g' oder nenne ich es einfach anders, sage ich hier u von x ist gleich 1. Und dann haben wir zum Beispiel noch i von x. Ja, und das wäre dann hier die Quadratwurzel von x. So, auch hier haben wir wieder stetige Funktionen. Wir haben hier wieder eine konstante Funktion, die ist ja wie gesagt stetig in den reellen Zahlen. Wir haben hier die Quadratwurzelfunktion, diese ist stetig in den reellen Zahlen, also einschließlich der 0 und halt nur die positiven. Und auf die Art und Weise können wir dann natürlich hier auch schon wieder unsere Definitionsmenge zusammenstellen. Nämlich diese Definitionsmenge wäre dann natürlich in diesem Fall die reellen Zahlen plus mit 0 ohne allerdings die 1. Ja. So könnte man das dann hier zusammensetzen. So. Warum hier ohne die 1? Ganz einfach, wenn 1 hier mit zutreffen würde, hätten wir hier eine Division durch 0, dann wäre die gesamte Funktion im Prinzip nicht definiert. Zuzüglich dürfen hier natürlich nur die positiven reellen Zahlen verwendet werden, darunter darf aber auch die 0 verwendet werden, um hier unsere Quadratwurzelfunktion zu erfüllen. Eigentlich hier oben für diese Funktion, für diese konstanten Funktionen, die wären im Prinzip über
den gesamten R wären die stetig. Auf die Art und Weise können wir dann also mit Hilfe der Stetigkeitssätze ganz einfach bestimmen, ob unsere Funktion in diesem Fall stetig ist oder nicht. Wie gesagt, das Ganze hier bezieht sich nicht nur auf zwei Teilfunktionen, das können auch mehrere Teilfunktionen sein. Wichtig ist, alle Teilfunktionen müssen stetig sein, damit auch später das Endergebnis, also die zusammengesetzte Funktion hier stetig ist. Dieses Alpha ist im Übrigen eine Konstante. So, okay. Wenn bis hier noch Fragen sind, können Sie die Fragen gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail über YouTube. Und wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, das ist auch kein Problem, dann können Sie die Fragen auch liebend gerne über Facebook stellen. Meine Facebook-Seite finden Sie in der Beschreibung des Videos. Sie ist auch nochmal im Kommentarfeld verlinkt. Dort finden Sie auch die entsprechenden Videos vor. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen und bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen Dank.